Jo, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kochix ist am Start und zwar in Kreuzberg in Berlin. Wir sind diesmal beim Homeless Veggie Dinner. Was das auf sich hat, das ist ein Verein, beziehungsweise ein paar Leute, Dario hat es gegründet, die sich einmal im Monat zusammentreffen, um für Bedürftige, aber auch Mittelständler zu kochen. Die Idee ist es wirklich, verschiedene Leute, unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrem Vermögen zusammenzuführen und zusammen an einen Tisch zu bringen. Ja? Das heißt, freiwillige Helfer kommen, kochen zusammen und so weiter. Das Ganze wird natürlich alles auf Spendenbasis gemacht. Ja? Und zum Schluss, ab 18 Uhr können dann die Gäste kommen und können sich dann servieren lassen. Das Ganze ist auch so ein bisschen restaurantmäßig gemacht und die Leute kommen, setzen sich hin, es kommt ein Kellner, fragt, was möchtest du haben. Es ist ganz anders als bei irgendwelchen Volksküchen, wo es kantinemäßig einfach einen Brei auf den Teller gibt und der nächste, sondern hier fühlt sich jeder richtig gut aufgehoben, ist eine richtig coole Sache, kann ich echt nur unterstützen. Deswegen sind wir auch hier und diesmal wollen wir auch was dazu beitragen. Wir wollen Pfannkuchen machen, allerdings eine etwas andere Version, die sind kleiner und mit Vollkornmehl anstatt mit Maismehl. Ja? Und als Bindemittel verwenden wir auch Banane. So, und jetzt frage ich Dario, den Gründer, was es mit dem Homeless Veggie Dinner auf sich hat. Dario, how are you? Everything great. Fine? How's it going? Yeah, everything fine. All right. So, what's your favorite music, man? Punk. Punk? Oh, yeah. It's the wrong answer, you know. Hip-hop is the right answer, but okay. Nobody's perfect. Nobody. Exactly. No, and what's your favorite sport, man? Basketball. Basketball. Right answer? Calisthenics and parkour is the right answer, but basketball is also the right answer, so not the problem. So you're a basketball coach. Yeah. Yeah. And you have a record label? Correct. Goodwill Records? Yeah. You like punk? You said it. Yeah. And you also work, no? To have a little bit of money, to eat and something like this, yeah? Eating is important. Yeah. What do you work? What's your work? I'm a teacher. You're a teacher? Right. Yeah, great man. So, you're a teacher, you're a basketball coach, and you do the stuff, and you have time at the weekend to organize this great thing, the Homeless Veggie Dinner. Yeah. It's your thing. What's the idea, man? The idea is to bring people together, to use food as an excuse to bring people who are underprivileged, bring them to the table together with people who they actually never meet, people from just ordinary people from Berlin, or tourists or people like that. Dario, great thing. You're it's really, really cool that you accept us to cook for you. Come and let's begin. Good. Okay. Go. Ciao. Wir fangen mit dem Trockenanteil an, also 500 Gramm Mehl, eine Packung Vanillezucker, 30 Gramm Zucker, also 3 Esslöffel ungefähr, 1 Teelöffel Backpulver und 1 Teelöffel Salz. Das mischt ihr schön, bildet so einen kleinen Krater, da kommt gleich die Flüssigkeit rein. Und die Flüssigkeit besteht aus einer Banane, einer halben Packung Hefe, einer Tasse Sojareismilch und das Ganze mischt ihr jetzt. Die Flüssigkeit fügt ihr jetzt sozusagen im Krater rein und peu à peu mischt ihr das. Wenn ihr merkt, dass ihr ein bisschen zu viel Flüssigkeit habt, könnt ihr es korrigieren mit ein bisschen Mehl. Wie gesagt, ich habe das für 100 Leute gemacht, deswegen größere Anteile. Ihr habt dann zum Schluss letzten Endes hier so einen Batzen, ich habe da die siebenfache Menge gemacht und die könnt ihr dann in 16 kleine Krapfen teilen. Und danach geht's ab zum Frittieren. Am besten ein bisschen in Mehl schwenken, damit es einfacher ist zu zerteilen. Und ihr presst die kleinen Teilchen schön flach. Die gehen sowieso im Fett schön auf. So, jetzt gehen wir mal Tim rüber. Tim kümmert sich hier schon. Am besten warten, bis die Flüssigkeit ziemlich heiß ist. Und ich muss so ein bisschen blubbern. So, ich würde die rausnehmen, wenn die so goldig braun sind. Ihr könnt sie auch richtig schön knusprig machen, wie ihr wollt. Für die Glasur braucht ihr Zitronensaft und Puderzucker.
Das mischt ihr, bis ihr eine relativ zähflüssige Konsistenz habt. Achtet aber bitte darauf, dass es noch flüssig ist. Aber nicht zu flüssig. Also auch vorsichtig sein mit dem Zitronensaft. Sonst ist es zu flüssig und haftet nicht gut genug auf den Vollkornkrapfen. Jetzt kommt die Füllung. Ich habe jetzt Himbeermarmelade benutzt. Ich erzeuge jetzt einen kleinen Hohlraum, in dem ich mit der Spritze ein bisschen hin und her wackle. Dann kann man das reinspritzen. Versucht eine relativ flüssige Marmelade zu verwenden. Es geht einfacher. Jetzt kommt die Glasur. Ein bisschen reinschwenken das Ganze. Und fertig. Guten Appetit.